Ich bin Zahnarzt. Das können wir gerne machen. Karies und Bart. Dann schauen wir mal. Schon mal gab es ein Besteck. Das ist verführerisch hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Heute wird noch was kommen, was sich schon sehr viele sehr lange gewünscht haben. Wir hatten ja erst Probleme damit, einen Drehort zu finden, aber heute kommt endlich mal der Besuch von Jan und Gisela beim Zahnarzt. Ja, mein Zahnarzt, der mittlerweile in einer anderen Stadt arbeitet, der hat zugestimmt, dass wir bei ihm in der Praxis mal etwas filmen dürfen. Das hat uns sehr gefreut, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Ein Zahnarztbesuch und ja, dahin werden wir uns nachher auf den Weg machen und ich bin mal sehr gespannt, was sich dabei so herausstellen wird, beziehungsweise ob das auch alles so super funktionieren wird. Scheiß Autos! Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das Ganze enden wird. Es könnte ja sein, dass Gisela vielleicht ein bisschen zuschnappt. Karies und Baktis! Es könnte ja sein, dass Gisela vielleicht ein bisschen zuschnappt. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja, aber wenn... Also ich habe noch nie beim Zahnarzt jemandem den Finger abgebissen. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und wünschen euch sehr viel Spaß bei dem Video. Genau. Könnt ihr schon mal Platz nehmen? Gerne. Der Arzt kommt gleich. Was können wir denn noch für Sie tun? Also ich habe ihn ja jetzt länger nicht gesehen. Und vielleicht mal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Also ich habe einige Ticks, wo ich immer anfange mit den Zähnen zu klappern. Und seitdem tut mir der Backenzahn oben links weh. Okay. Und ich habe Karies. Hoffentlich nicht. Davon gehe ich nicht aus. Alles klar, dann hole ich ihn gerade mal. Und dann schauen wir gleich mal. Ja, ein bisschen Luft. So, einen kleinen Moment noch, ja? Ja. So, hallo. Hallo. Grüße Sie, jetzt immer mal. Fick dich. Na, wie geht's? Sehr gut, von Ihnen. Ja, danke, ganz gut. Heute wieder Routineuntersuchung. Genau, also ich habe Ihrer Kollegin gerade schon gesagt, also ich habe einige Ticks, wo ich mit den Zähnen klapper. Und seitdem tut mir oben links der Backenzahn weh. Okay, schau ich mal an, würde ich sagen, ja? Ja. Und auf geht's. So. Brauche ich, damit ich alles sehen kann. So, ganz weit, perfekt. Dankeschön, das klappt gut. Nicht erschrecken, jetzt wird es ein bisschen luftiger hier. Alles gut. Hitler! Und. Das sieht ganz gut aus. Im Unterkiefer kannst du auch. Die Achter sind nicht mehr anwesend. Bisschen Zahnstein. Zahnfleisch ist etwas gerötet. Hier im Frontzahnbereich. Das werden wir auf jeden Fall gleich reinigen. Einverstanden? Ja. Bisschen Zahnstein weg. Jetzt werde ich mit einer kleinen Kugelsonde mal die Zahnfleischtiefe messen. Erschrecken Sie sich nicht. Moment, mein Spiegel nehme ich raus. Der mag nicht feste zu beißen. So, jetzt. So, das sind Messwerte. 0, 1. Sieht aber gut aus. Ja. Nee, haben wir nicht dabei. Ist auch eine 0, das ist ganz gut. Und hier nochmal eine 1. Also gute Nachricht, die Knochensituation in Zahnfleisch. Sie werden sterben. Nee, irgendwann ja, aber nicht durch uns und auch nicht der Zähne wegen. Das war ja die gute, das war ja eine gute Nachricht. Das wäre ja sonst eine schlechte gewesen. So, jetzt die Frage zu dem Problem oben links. Das war oben links war das, ne? Genau, der Backenzahn oben links. Mhm. Also bis auf eine kleine Verfärbung, die ich aber... Das ist super, Elz. Sehe ich hier eigentlich überhaupt kein großes Problem. Aber wissen Sie, was ich glaube? Schauen Sie mal, wenn ich hier mit der Luft puste, wäre jetzt meine Hoffnung gewesen. Ist es das? Hat es wehgetan? Nee. Wenn ich jetzt zum Beispiel so drauf beiße, dann tut es weh. Blaupapier bitte beidseitig. Also eine wirkliche Information... Habe ich hier nicht. Ich beiß dich. Okay, machen Sie perfekt auf wieder. Lassen Sie bitte auf. In einem Frühkontakt, das wäre jetzt noch eine berechtigte Sorge, steht ja auch nicht. Jetzt sehen wir mal, was könnte das denn noch sein? Eisspray bitte.
So, das Blau machen wir wieder weg. Ich bin immer blau. Na! Ich teste jetzt nochmal mit der Sonde und Sie sagen mir, ob das hier weh tut. Hier, da ist das Zahnfleisch nämlich entzündet. Ja. Da haben wir das Problem auch schon quasi gelöst. Ja, ich bin schwanger. Das ist so eine Zahnfleischentzündung. Ja, so und nicht mehr und nicht weniger. Vorschlag, Johanna und Co. machen Ihnen, Entschuldigung, machen Ihnen Zahnstein weg. Nein, das ist, ja, das mache ich jetzt auch. Dann wissen Sie mal, wie doof das ist. Und wir haben zwei davon. Und wenn sie auch noch eins nimmt, dann haben sie verloren. Also, wir werden das durchspülen. Ja. Mit einem Oralantiseptikum, CRX. Und dann kommt da noch eine Salbe rein. Ja, die ist nicht gerade die leckerste, aber die wirkt Wunder. Bevor ich jetzt hier Schleichwerbung mache, die ist weiß und kennt jeder. Und, ich hatte schon und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, ich Ihnen auch. Und wenn Sie Beschwerden haben, Sie wissen, wo wir sind und wir sind immer für Sie da. Das ist gut so. Ja? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Okay. Also, wichtig ist einfach, dass du jetzt ein bisschen still hältst, ja? Das ist leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß. Wir versuchen es. Wenn du irgendwie eine Pause brauchst, sag Bescheid. Es tut auch nicht weh, versprochen. Gut. Soll ich hier die Kopfstütze was? Ja, mach ich mal ein bisschen. Ja, perfekt. So, kann man? Ja. Perfekt. Alles klar, mal öffnen. Habt ihr noch was? Einmal aufwachen, Mama. Meiche. Bitte nicht. Bitte nicht. Mein Finger will ich noch behalten. Okay, dann ist es nochmal. Nein. Bom. Oh, wow. Alles gut, das brauchen wir noch für dich. Okay, Hoppala. Wir brauchen ein neues. Kannst du ein neues machen? Verzeihung. Und das brauchen wir auch noch. Dankeschön. Willst du das gleich selber drauf machen? Ich glaub, das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, wie es funktioniert. Lass mich da mal schauen. Oh, wie witzig. Ja, jetzt hast du verschluckt, ne? Mach, ich gebe ihm zu. Ich habe das in meinen Rachen gesprüht. Bitte schön. Dankeschön. Habt ihr solche Patienten häufiger hier? Vermutlich nicht. Nicht so häufig, nein. Nicht so häufig. Wie heißt ein Vogel mit Tourette? Das ist ein Wellenfick, dich. Bahn stillhalten jetzt. Ich weiß, das ist unangenehm. Es tut mir auch total leid. Aber du überlebst es. Tupfer. So, mach mal zu. Geschafft. Penis! Genau der. Und wie lange soll ich den Tupfer jetzt da drauf lassen? Na, du Arsch! Wie lange sollst du schon eine Stunde drinnen bleiben? Ja. Und eine halbe Stunde kannst du den Tupfer. Halbe Stunde! Okay. Ja. Dann hast du es. Sehr gut. Na! Und ansonsten gab es ja jetzt nichts mehr, ne? Nee, sonst okay. Eigentlich, sonst hatte falls ich nichts. Falls irgendwas sein sollte, wenn immer noch Schmerzen im Zahn hast, kommst du vorbei, ja? Okay. Gut, dann hat mich gefreut. Mich auch, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis dahin immer noch. Hi! So, wo fliegt das denn hin? Nach Afrika? Normalerweise sind die nie so lang zu hören. Wo ist der Osama, wenn man ihn einmal braucht? So, das war's auch schon wieder mit dem Zahnarztbesuch. Wie hat's dir so gefallen? Ja, also mir hat es ganz gut gefallen. Ich finde, dass die sich der ganzen Situation positiv gestellt haben. Also sie haben es gut gemacht. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich hatte eine kleine Zahnfleischentzündung, wie man gesehen habe. Damit wäre jetzt also auch die Frage geklärt, warum ich Zahnschmerzen hatte. Da habe ich jetzt noch dieses Ding hier drin, aber das kann ich nachher ja auch wieder rausnehmen. Ja! Und ansonsten wurde eigentlich niemand gebissen, außer die Zahnärztin einmal kurz, ne? Ja, ich habe, glaube ich, beide mal gebissen, den Zahnarzt auch, aber nicht so feste. Ja, es sind keine üblen Verletzungen entstanden. Nee, Gott sei Dank gar keine Verletzungen, aber alles vollgesaut. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung zu dem Video in die Kommentare schreiben. Und wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat, dieses Video zu schauen. Fickt euch! Und wir hoffen, wir sehen uns in einem von unserem nächsten Videos.
Und wir hoffen, wir sehen uns in einem von unseren nächsten Videos wieder. Macht's gut. Tschüss. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces.